Ich bin Oliver Erini, medialer Energetiker und Astrologe aus dem wunderschönen Linz und heute mal nicht in Linz daheim, sondern wieder mal am Strand. Und ich habe schon ein paar Mal versucht, dieses Video aufzunehmen und einfach mit dir eine Sonnenaufgangsmeditation gemeinsam zu machen. Aber da war es dann immer irrsinnig laut am Strand und es waren irrsinnig viele Leute da. Und ich habe es einfach nicht in den Griff bekommen, in die Kiste bekommen. Und deshalb freue ich mich, dass wir es heute schaffen, denke ich. Sehen wir dann am Ende des Videos. Aber ich bin positiv gestimmt. Ja, hinter mir das Meer und direkt im Rücken, darum bin ich etwas dunkler ausgelichtet, der Sonnenaufgang, der baldige Sonnenaufgang. Und ich habe mir gedacht, wir machen jetzt dazu einfach mal ein cooles Video, eine Sonnenaufgangsmeditation. Das finde ich ja deshalb besonders kraftvoll, wenn man sowas macht, weil einfach da alles noch frisch ist, alles unberührt ist. Es hat sich alles über die Nacht regeneriert und so symbolisch, wenn ein neues Licht aufgeht, sieht man vielleicht neue Wege, hat das Gefühl für einen Neubeginn und man kann das sehr gut in die energetische Arbeit einbauen. Energetische Arbeit ist ja die Arbeit mit Bildern, mit gewissen Symbolen und deshalb passt das ganz gut. Okay, dann ohne weitere Umschweife starten wir mit der Sonnenaufgangsmeditation. Ach, herrlich, oder? Du siehst es ja, ich sehe es ja nicht, ich schaue ja direkt in die Linse. Aber ich schaue mir dann nachher an. Okay, also. Dann fangen wir mal an zu meditieren, Sonnenaufgang. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, das mit gewissen körperlichen Übungen, Yoga-Übungen, 5 Tibeter, wenn du das schon mal gehört hast, zu kombinieren. Das macht natürlich auch einen guten Sinn, weil dann natürlich auch der Körper in Schwung kommt. Ich werde da jetzt nicht herumhampeln, sondern ich schaue, dass ich die Meditation in Kasten reinkriege, dass das mal passt. Okay, also. Atme mal tief ein und wieder aus und wieder aus. Und wenn du möchtest, kannst du deine Augen schließen. Und spür jetzt mal die Frische und die Kraft, die um dich herum ist. Die Erde hat sich in der Nacht regeneriert und egal, ob du in deiner Wohnung bist, am Balkon bist, Indoor, Outdoor, die Welt hat sich regeneriert. Um das noch besser spüren zu können, kannst du gerne mal die Fenster öffnen, wenn du Indoor bist, dass einfach mal frische Luft reinkommt. Und was heißt regeneriert? Es liegt einfach mehr Lebensenergie, mehr Qi, mehr Prana in der Luft. Die Luft ist gefüllt von Energie und auf einer feinstofflichen Ebene, wenn du Luft einatmest, nimmst du Qi, Prana, Lebensenergie, wie auch immer du es nennen willst, mit auf. Und so wie die Sonne jetzt dann aufgeht, beginnst du, diese Lebensenergie in dir bewusst aufzusaugen und du speicherst die bei deinem Ara-Zentrum, das ist so zwischen Wurzelchakra, Nabelchakra, das ist so ein Lebensenergiezentrum, kommt aus dem Asiatischen. Und dort von diesem Nabel aus, so wie im Außen die Sonne aufgeht, steigt in deinem Inneren ein strahlendes Licht auf. Ein Licht aus unendlicher Energie. Das bedeutet, dass heute alles wieder möglich ist. Mit diesem neuen Tag ist ein Neubeginn möglich. Und dieser Neubeginn wartet nur darauf, von dir gemacht zu werden.
jegliche Änderung beginnt mit dem nächsten Atemzug. Die Leichtigkeit und Lebensfreude aktivierst du mit diesem Atemzug. Und die Dankbarkeit aktivierst du mit dem dritten Atemzug. Veränderung, Lebenslust, Lebensfreude und Dankbarkeit mögen dich heute begleiten. Mögest du jede Chance nutzen können am Beginn dieses wundervollen Tages. Spüre, wie die Energie durch dich durchfließt. Kopf bis zu den Zehen. Und atme noch mal ganz tief ein und wieder aus. Dann streck dich durch heiße den neuen Tag willkommen spür die Lebensenergie wenn du irgendwo Stellen hast wo du vielleicht verspannt bist oder wo etwas nicht so angenehm ist dann kannst du diese Energie auch ganz bewusst zu dieser Stelle nochmal hinfließen lassen. Du kannst deine Lebensenergie lenken, zur Wirbelsäule, dein Gesicht, die Sinne aktivieren, die Gelenke aktivieren, Selbstheilung zu den Organen tragen. Atme nochmal tief ein und wieder aus. Komm dann ganz ins Hier und Jetzt zurück und starte deinen Tag. Ich bin Oliver Ereny, medialer Energetiker und Astrologe aus dem wunderschönen Linz und ich hoffe, dir hat diese Meditation genau wie mir jetzt ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert, weil es ist einfach was Wundervolles. Ich wünsche dir eine gute Zeit und lass mir einen Daumen hoch da, teile das Video, abonniere den Kanal und bis zum nächsten Mal. Tschüss.